geht darum, dass ich dir gleich ein paar Begriffe um die Ohren haue. Und du sagst uns dann erstmal, findest du das underrated, overrated oder unterschätzt oder überbewertet? Ja. Und dann kannst du gerne noch zu jedem Begriff einfach deinen Senf dazugeben. Ja. Der Film Toni Erdmann. Ich glaube, da hat jeder hier eine ziemlich genaue Meinung zu, aber deine würden wir trotzdem gerne hören. Ja, super Sache. Ich mag Malen alle sehr gerne. Also ich finde auf jeden Fall, also ich kann gar nicht unterbewertet oder unterschätzt oder überbewertet sagen, weil es wirklich ein großartiger Film ist, also beides nicht. Und ich glaube, er wurde auch gut rezipiert. Er ist auch Abi-Thema, soweit ich weiß. Ich würde empfehlen, nehmt eher mein Buch als diesen. Sehr, sehr guter Film, wirklich sehr gut. Das Thema Buchverfilmung und Literaturverfilmung? Unterschätzt. Es gibt richtig, richtig gute Filme, die zu richtig, richtig schlechten Büchern gemacht werden. Allerdings gibt es natürlich auch den umgekehrten Fall, dass richtig gute Bücher verhunzt werden. Ich sehe sehr gerne Verfilmungen. Ich habe Harry Potter zum Beispiel nie gelesen, aber alle Filme gesehen. Das gebe ich jetzt mal zu. Und es gibt übrigens, also wenn es euch interessiert, tatsächlich eine Bestrebung im Moment vor dem Fest für Netflix tatsächlich als Serie zu machen. Und es wäre so, so geil, auch finanziell. Wenn das klappen würde, also echt Daumen halten. Es gibt also schon auch Drehbücher dafür, nur gibt es noch, also es gab, ZDF hatte Interesse, dann sind wir abgesprungen und sind in Gespräch mit Netflix. Und wenn das klappt, dann unterstütze ich noch weiter mit unterschätzt. Das wäre super. Also es ist viel unheimlicher übrigens. Also wir haben, kennt ihr The Dark? Ja, genau so ein Setting soll es werden halt in der Uckermark. Ne? Also mit so richtig unheimlichen Dingen. Und dieser Mord an Fährmann, der bei mir eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, und die Aufklärung zieht sich dadurch die ganze Serie durch, und wir haben daraus einen richtigen, so einen unheimlichen Kriminalfall gemacht. Und ich fand es super, und jetzt muss man gucken, was Netflix dazu sagt. Den modernen Roman, das wurde uns in den letzten Wochen, vor allem der Text von Karl Mietner, wurde uns da sehr um die Ohren gehauen. Vielleicht hast du da ein paar Worte zu. Es ist so, ich werde auch gefragt, was das jetzt, wie das dazu kam, dass das Buch Abi-Thema ist und wie ich das sehe. Dahinter verstecke ich natürlich auch diese Frage nach der Bedeutung und der Wirksamkeit von diesem Buch. Und ich weiß inzwischen, warum vor dem Fest genommen worden ist, nicht etwa, weil ihr euch jetzt über Brandenburg und die Zustände dort unterrichten sollt, sondern tatsächlich über Erzählverfahren, wie Literatur funktioniert. Und dafür ist das Buch tatsächlich wirklich sehr gut. Also es gibt von der Erzählerhaltung bis zum Umgang mit Zeit, mit Perspektive in vor dem Fest sehr einfach zu herzustellende Verbindungen zwischen der Theorie zum Erzählen und dem praktischen Erzählen in einem Roman. Und deswegen denke ich, dass der Roman für das Abi eine Rolle spielt. Ich habe aber trotzdem gesagt, überschätzt, weil ich als Autor natürlich niemals diese Bücher gelesen habe, um diesen Roman zu schreiben. Für mich ist Theorie des Erzählens eher störend. Wenn ich weiß, wie ein Buch, wie Erzählen funktioniert, das bremst mich in meiner Imagination, das bremst mich in der Erschaffung der Figuren. All diese Bücher kenne ich vom Namen her. Ich habe nie da reingeguckt, auch nicht mal während meines Studiums. Und das ist, solltet ihr nicht machen, ihr bitte guckt da rein, unbedingt reingucken. Ihr braucht es ja. Aber für das Erzählen, so wie ich das sehe, für dieses vor allem sehr anarchische Erzählen in meinem Buch, war das nicht notwendig. Ich sehe aber total ein, dass das notwendig ist, um eben modernes Erzählen überhaupt zu lernen. Dann als nächstes der autoriale Erzähler, der spielt natürlich in deinem Buch auch eine ziemlich große Rolle. Was meinst du dazu? Ja, absolut unterschätzt. Ich finde den autorialen Erzähler für bestimmte Geschichten sehr schön, passend. Er ermöglicht mir als Autor sowohl in die Motivationen, Beweggründe, Charaktere meiner Figuren reinzugucken, als auch zu verschweigen, Leerstellen zu kreieren und dadurch auch Spannungen zu schaffen. Auch der autoriale Erzähler ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Es wird heute viel, viel distanzierter erzählt, ein bisschen näher an einer Figur, aber nicht so wie ich an dem Kollektiv und an diesem allwissenden Etwas, was das Dorf begleitet über die Zeit. Dennoch, ich finde ihn immens, immens gut für meine Zwecke. Allerdings hat er auch Limitationen. Der Autor spielt ja immer damit, und ich ja auch, indem ich vormache, alles zu wissen und dennoch nicht alles erzähle, mache ich mit euch, mit den Lesern, eine Art seltsame Vereinbarung. Ihr seid in der Erwartung der Auflösung von bestimmten Geschichten und ihr wisst, der Erzähler weiß das doch, warum erzählt er mir das nicht? Und ich tue es trotzdem nicht und halte das zurück. So. Und das ist so ein bisschen ein seltsames Spiel mit der Spannung, mit dem Kreieren von den Leerstellen. Ich finde ihn dennoch eine sehr gute Möglichkeit zum Erzählen. Mein nächstes Buch wird eine sehr distanzierte
Erzählweise haben. Und ich muss schon sagen, ich vermisse ihn jetzt schon. Also ich merke, dass er ist mir sehr leicht von der Hand gegangen. Ist das denn tatsächlich ein wirklicher autorialer Erzähler in deiner Geschichte? Oder der Haupterzähler? Oder ist das eher ein Kollektiv aus Personalerzählern und in Wahrheit eigentlich gar kein wirklicher autorialer? Ja, sehr gute Frage. Also das merkt man, dass das Buch eben für solche Fragen Platz bietet. Natürlich ist es kein klassischer, typischer Erzähler, der lässt auch anderen Figuren Raum. Es gibt zum Beispiel eine Passage, ich weiß nicht, diejenigen, die es gelesen haben, da steht Johann alleine da vor der Kirche und sagt ich und wird nicht begleitet von diesem kollektiven Wir. In dem Moment sehen wir aber in seine Gedanken hinein. Das ist ein Ich-Erzähler mit einer sehr klaren Haltung zu sich selbst und zu der Welt. Wir wissen in dem Moment ganz genau, was in ihm vorgeht. So. Und das Wir hält sich zurück. Das dürfte eigentlich, wenn man den autorialen Erzähler insgesamt nimmt, in diesem Bogen, nicht stattfinden. Das Wir müsste irgendwo sich in diesem Raum, wo Johann auch ist, befinden. Es kommentiert ja sonst auch alles. Warum da nicht? Das heißt, es ist absolut durchlässig. Er ist sowohl ein kollektiver Erzähler, eine Art Dorfbewusstsein, aber er tritt auch zurück, wenn er mal jemanden sprechen lassen möchte. Ich habe mir das immer so vorgestellt, zu Hause wie eine Bühne. Ne? Also eine Art Bühne, in der wir immer so eine Art Regie, die sichtbar ist, haben, die dann immer sagt, so jetzt du, so jetzt sehen wir hier den nächsten Helden unseres Theaterstücks. Und manchmal geht aber die Regie auch ganz weg. Das ist zum Beispiel der Fall bei den alten Dokumenten, die sind ja nicht kommentiert. Die stehen ja an sehr isolierten Stellen im Text ohne große Einführung. Auch das Wir äußert sich dadurch nicht. Oder eben Johann. Und es gibt so kleinere Passagen, wo wir das Gefühl haben, die Bühne ist leer. So. Deswegen hast du vollkommen, also in dieser Frage hast du auch recht, es ist kein durchgehender autorialer Erzähler. Er lässt für verschiedene andere Erzählhaltungen, Formen und Perspektiven Platz. So, aber man spürt, dass er die ganze Zeit trotzdem da ist. Und ich kann ja auch sagen, jetzt gerade diese typische Stelle mit Johann, Johann möchte gerne die Liebe zu seiner Mutter kundgeben. So. Das Wir, das normalerweise alle Gestalten begleitet, lässt ihm dafür den Raum. Merkt also, hier ist einer von dem Bestandteil meines Wir, einer aus dem Dorf, der will wirklich was Wichtiges sagen. Da mische ich mich nicht ein. Das Wir ist da, hält sich quasi bewusst zurück, um diesem jungen Mann genug Platz zu lassen für diese emotionale Liebesbekundung seiner Mutter gegenüber. Und da, also man könnte auch behaupten, und also falls diese Frage mal in der Klausur kommt, ja, er ist nicht sichtbar im Sinne von vorhandenen Wir, Pluralpronomen, aber er ist irgendwie da, ich spüre ihn, er ist da. Er lässt nur ein bisschen mehr Raum für diesen Ich-Erzähler jetzt. Theodor Fontane, zu seiner Persönlichkeit am besten, wir haben nämlich verschiedene Bücher gelesen alle. Ja, also ich weiß, dass das in Verbindung mit Vorderfest ist. Und es ist auch schwierig für mich, da eine Stellung zu beziehen, weil ich natürlich auch gelesen habe, aber ich fand keinen Gefallen an diesen Texten. Ich habe mir sehr schwer getan, zu sehen, was dort mein Interesse sein könnte. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss es irgendwie lesen, weil sehr viele Texte von ihm auch in Brandenburg spielen. Ich finde den überschätzt. Das war's von mir. Ich würde einfach zurückgeben. Okay. Und Dankeschön. Danke.